Da geht du drüber. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode 7 Days to Die. Oder auch wir stehen an der Ghetto-Tonne. Die Ghetto-Tonne brennt, genau. Mit dabei ist der DJ To Clue und der Lutetze. Hallo. Und ich mich selbst, der Dave und oben, nee Quatsch, der ist gar nicht mehr da, der ist gestorben, der Ubo. Ja, irgendwo. Da Der oben irgendwo. schwebt da oben im Serverhimmel und In der Cloud. in der Cloud. Den haben wir hochgeladen. So, wir sind in der 7. Episode und seit der 1. Episode wollen wir in den Supermarkt und wir gehen da jetzt hin. Endlich. Ja. Oh, mein Inventar ist voll. Steinarm, oder? Du wirst ja nie erraten, womit. Oh doch, nee, nee, ich weiß schon womit. Ich weiß schon womit. Aber mir sieht's genauso aus gerade. Weiß. Gut, laufen wir mal ein Stück geradeaus. Er hat wieder Steinhexe gekotzt. Ach Quatsch, sowas würde ich nie machen. Ich, die kann Gib mir ich. lieber eine, gib mir mal ein, lieber eine bitte. Ich habe keine, meine repariert gerade. Liegt. Wie gut sind deine Steinäxte inzwischen? 180. 130 kann ich machen. Wow. Hast die wirklich ohne Ende produziert, oder? Nein, 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 nein. Sowas würde ich ja Das würde ja nie. niemals Nein. zugeben. Ach. Ich habe ja jetzt auch die 8 Stunden Aufnahmepause nicht genutzt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Er hat sie da irgendwo hingekotzt. Pass mal auf, nachher liegen sie da irgendwo rum. Nein, nein, ich scrap die. Ich brauche ja die Steine. Achso, okay. Ja, das Scrappen ist das Anstrengendste daran, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist also mit den Bone Shifts ist es halt eben leider das einzige Problem. Die mache ich ja halt eben, um Knüppel besser zu machen. Aber Aber dann kannst du auch besser Knüppel produzieren. Ja, die Knüppel brauche ich halt nicht, ne? Und die Knochen, die sind kostenlos. Und dann schmeiße ich halt einfach die Bone Shifts weg. Okay. Kannst sie auch verbrennen. Bone Shifts kann man verbrennen. Ja. Ah, da ist der Supermarkt. Stand zumindest in der Wikipedia. Okay. Das kannte ich tatsächlich noch nicht. Kann ja auch Okay. neu sein. Ich weiß ja nicht, seit wann die das eingeführt haben. Was natürlich interessant Aber warum wäre, sollte man die verbrennen? wenn Ist man ja Bone daraus verloren. Knochenmehl machen könnte für irgendwas, weißt du? Okay. Dafür wäre das noch interessant. Ich weiß ja nicht, ob man das dann vielleicht an der Chemiestation machen könnte. Kannst auch die Holzkeule verbrennen. Ja. Ach so, um Kohle zu machen. Kann es sein? Vielleicht Kohle mit herstellen? Wieso lag da ein Ledermantel in der Gegend rum? Ja, ich hatte keinen Bock drauf. Da war nur Hälfte Energie. So, Crack-a-Book. Habt ihr nicht was von Lebensmittel erzählt? Hier ist Crack-a-Book. Ist das der Bookstore? Ich dachte tatsächlich, dass ich an einem Supermarkt vorbeigelaufen bin. Nee, das ist Tja. Cracker Ein Book. Supermarkt für Bücher? Ja, Ja. dann, na gut, dann ist es halt so. Aber da haben. Und du hast alle Zombies schon gekillt. Ach nee, da ist noch einer. Na gut, ich mach schon mal das Einstiegsloch hier. Da sind zwei auf der Und drin. rechten Seite. Ja, dann geh mal gucken und ich loot mal hier noch das Auto. Kettensäge. Komplett? Komplette Kettensäge. Weil Benzin haben wir nämlich genug. Ja. Da kann sich dann schon einer als Metzler bewerben. Ich brauche hier mal Licht, es ist so dunkel hier drin. Hast du den Zombie? Ich habe meinen getötet, ja. Gut, okay. Ich habe meinen getötet. Wie Oh. schön ihr das aufteilt. Tot. Tot. Mann. Entschuldigung. War ich zu schnell? Ich hatte den Kopf so gut in Position gerade. Hier kommt ein Krabbler. Schon tot, würde ich sagen. Hat sich so angehört, ja.
Seid ihr das hier hinter der Tür? Ja. Ich kann den nur schieben. Ich kann den nicht looten, ne? Der Rückseite. Jetzt. Da hat er nur Papier. Wo denn? Ach da. Schon tot. So, gut, dann müssen wir auf dem Rückweg Tiere jagen. Ja. Ich gehe mal aufs Dach. Mein Level Plünderung ist Level 7. Oh, das ist sehr gut. Habe ich die Wrench mitgenommen? Oh ja, okay, gut. So, ich sollte auch mal, bevor ich hier weitermache, auch mal skillen. Quality Joe habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? Das weiß ich nicht. Guck mal. Nee, habe ich nicht. Mach ich aber Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob das jetzt zu laut ist oder ob ihr mich noch hört oder nicht. Nein, es ist viel zu laut. Sag mal, wie lange hält eigentlich dieser Antibiotika-Buff an? Steht drauf, glaube. Wenn du unter... kannst du dir anzeigen lassen. Ich glaube, 24 Stunden Ingame-Zeit, glaube ich. Achso. Aber sicher bin ich mir da nicht. Wow, kommt der denn jetzt her? Ich wollte gerade sagen, ich höre einen Zombie. Wenn du Hilfe brauchst, schreien. Er hat mich nur überrascht. Okay. Das ist gut, wenn er dich nur überrascht hat. Plötzlich habe ich rot gesehen und dann... Mhm. Aber auch ganz schön fix den Beinen, der Kleine. Und hat auch gleich noch Verstärkung mitgebracht. Gelbe Taschenlampe, Hunting Rifle Barrel, Pistol Barrel. Ist das ein Spucker, was ich da höre? Spucker? Ein Polizist? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Gibt's den überhaupt noch im Spiel? Kann es sein, dass da gerade eine Runde Horde kommt, sag mal? Also irgendwie klingt das komisch, ja. Das klingt nach sehr viel Zombies. Hier an der Seite sind auf jeden Fall zwei. Zwei habe ich gerade getötet. So, und das war jetzt immer das merkwürdigste Problem, dass man hier die Leiter nicht sieht. So. Haben wir schon empty gemacht. Bist du hier. Habt ihr hier hinten schon offen im Lagerraum? Nee, da war ich noch nicht. Ich bin vorne durch die Hintertür gerade rein in den Lagerraum. Okay. Nee, ich bin noch vorne. Ich habe jetzt den Kassenbereich gerade. Hast du denn schon Bücher gefunden? Ich habe ganz viele Bücher schon gefunden. Ich bin auch bei den Büchern schon durch. Aber ich habe jetzt erstmal nur eingesammelt und gut, dass ich mir ein paar Fackeln gemacht habe, so kann ich nämlich was sehen hier. Okay. Wieso ist denn das Spiel bei euch so dunkel? Es ist 7 Uhr morgens. Es sollte doch hell sein. Bei mir ist hell. Nee, wenn ich hier hinten in dem Raum bin, ist dunkel. Okay. So, hier habe ich auch alle. Kühlschrank habe ich mitgenommen. Und im Büro ist nur Ersatzwäsche. Ersatzwäsche für dich gut. Da ist ein Safe hinter dir. Oh Gott. Na gut. Warum bückst du dich dafür? Damit du mir nicht immer auf den Kopf haust. Hast du denn wenigstens ein paar Bücher doppelt gefunden, sodass wir auch was lernen können? Ja. Bildungsauftrag erfüllt. So, ich habe sogar noch eine zweite Pistole für irgendjemand. Kannst erstmal herkommen und helfen, den Safe aufzubauen. Kloppen. Und ohne Scheiß, Jungs, die lag in der Toilette. Ernsthaft? Die lag in der Toilette mit Munition. Man findet halt nicht nur Scheiße in der Toilette. Nee, deswegen ganz, war ich etwas erstaunt gerade. Ich habe eine zweite Wrench gefunden gerade. So. Da muss ich mal meine Fackeln hier da ein. Da, 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 da. Bist du das, der gerade eine Tür einsteckt? Nein, Zombie nicht.
Das würde er glaube ich nicht hinkriegen. Das würde er nicht hinkriegen. Ihr wart doch schon überall. Ach, ihr seid wirklich von hinten rein, ja. Einfach so. Das hat die Horde angelockt. Da ist durch die Metalltür eingeschlagen. Ja, das schafft er doch. Ich guck mal, was ich für Bücher gefunden habe. So, also. Ich habe sogar einen Einkaufskorb mitgenommen. Oh, das ist gut. Da haben wir ja fast alles fürs Minibike schon zusammen. Ja, ja. Also, Sprengbolzen für Armbrüste. Oh, das klingt gut. Wer möchte das lesen? Na, liest du doch alles, was für dich interessant ist und was du doppelt hast, gibst du uns. Na, ich hätte, naja, ein Jagdgewehr würde ich machen, weil ich es wahrscheinlich nehmen würde, aber Sprengbolzen ist jetzt nicht so mein Revier. Ja, nehme ich gerne. Warte, dann komm mal her, lege ich dir hin. Ja. Licht. Was man auch immer dafür braucht. So, du hast doch die Maschinenpistole schon gefunden. Hier, dann liest es doch mal gleich. Dann kannst du die auch verbessern. Das klingt nach einer guten Idee. Die Maschinenpistole liegt jetzt in der Kiste, aber... Ist ja nicht so schlimm, aber... Jedenfalls einer. Ich spezialisiere mich jetzt auf Pistolen und auf Prügelwaffen. Hattest du jetzt den Quality, Joe? Willst du den Safe aufmachen? Ja, hab ich. Gut. Und was war drin? So. Lederkapuze. Mhm. Lese ich. Ja, gelohnt. Ach so. Ein Buch meinst du? Ja. Genau. Willst du zu der roten Mütze noch passende rote Shorts haben? Nee, danke. Aber warte mal, weil wir gerade hier sind. Ich nehme mal das Haus am See mit hier. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Deko. So. Jetzt gucke ich gerade, habe ich noch irgendwas vergessen? Hier, ja. Die Maschine, kannst du was einwechseln? Auf der anderen Seite hast du die Toilette vergessen, da war noch Kacke drin. Ja, genau, die habe ich extra drin gelassen. Die nehme ich mit. Geh weg, ich stelle aus dem Fenster raus hier. Ist ja so, ekelhaft. Hast du alle gelootet hier? Hast du auch die Kassen gelootet? Ja, hast du. Klar. Aber die Ledercouchen hat er nicht mitgenommen. Was soll ich denn mit Ledercouchen? Damit kann ich dir denn Lederrüstung herstellen, was wir ja schon gelernt haben. Das ist ja das große Problem. Wir können Ledersachen schon herstellen, aber können noch kein Leder herstellen. Oh. Was braucht man zum Leder herstellen? Du verbrauchst du das Buch Leder herstellen. Gibt es hier Treibstoff, ey. Ja, ja. Also gut, da kann sich wirklich einer nachher mit der Kettensäge ausrüsten, ne? Genau. Haben wir noch so eine Bench? Nee, oder? Wir haben in der Kiste, haben wir auf jeden Fall noch eine. So, hier, komm, wir teilen mal auf. Ich muss ja nicht alles so. Raumfeld! Ach, da mal ein. Bleib mit der Kettensäge weg, die ist laut. Hä? Genau das, sie ist laut. So, ja, du kannst mir auch dieses, was, wenn du sowas hast wie Springs, Electric Parts, Electric Components, ja, hier. Kannst du mir alle geben, das ganze Zeug. Ja, diese ganze Plastik und Mechanical Parts und so, ganz alles. Ey, ah, shit. Ich wollte die Dose essen, nicht scrappen. Dammit. Gut, sollen wir dann die Häuser weiter looten, die da vorne links noch waren? Ja. Können wir machen. Gut. Auch noch schnell auseinandernehmen. Wer friert denn da? Das bin ich. Bei mir. 7 bei mir. Könnte ich sein. Bist du immer noch nackt? Nee. Nee. Aber ich werde mal das Muskelshirt gegen den Kapuzenpulli eintauschen. Lederjacke kann ich auch noch anziehen. Okay, da, ne? Da, 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 da. Brauchen wir noch Reifen? Nee.
Bei mir kommen auch keine raus. Ja, das ist unterschiedlich, ne? Das ist nur bei den einen bestimmten. So, und ihr wart in dem Haus vorhin drin, im rechten, ne? Wir waren in dem rechten und ich glaube, wir haben im linken schon angefangen. Da war dann das, wo Boris nichts mehr gesehen hat. Okay. Ja, da haben wir die ersten zwei Räume, glaube ich, geplündert und das war's dann. Okay. Dave, machst du das Auto wieder kaputt? Kann ich, ja. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für die Zuschauer. Das ist wahrscheinlich so Kettensägen-Niveau. Leere Leiche. Leere Handtaschen, Medizinschrank. Okay, hier war das schon ordentlich. Na, hier unten in den ersten zwei Räumen waren wir schon. Ja, stimmt. Genau da war das. Eine grüne Jacke hier. Müsst auf jeden Fall noch hoch in den zweiten Stock. Wo ist die Treppe? Wahrscheinlich wieder hinten rechts in dem einen Raum da. Genau, da. Irgendwo. Hier. Hier. Ja. Hier ist alles durch. Leider. Boris, hier, guck mal hier. Hier, musst du mal gucken. Hier ist es ein bisschen tricky. Hier, der letzte Schrank da hinten, der ist auch zum Looten. Der da hinten in der Ecke, siehst du den? Der ist immer so ein bisschen schräg. Den kann man. Ja. Und oben die nicht vergessen. Sehe ich gerade, da oben ist nämlich auch ganz viel. Ja. Ja, wir waren hier vorhin, wie gesagt, nur ganz kurz drin. Ah, ich bin voll. Nimm mal bitte, wenn du da noch nehmen kannst. Ich kann nicht mehr nehmen. Guck mal gerade hier. Du. Nicht besonders viel drin da. Okay. So. Habt ihr denn alle eure Skillpunkte verteilt? Ja. Jein. Nicht alle, aber ein paar. Gut. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch? Ich habe noch 2 Punkte und ich habe schon ein bisschen was ausgegeben. Ich habe Survivor, Run Forest Run, das Kamel. Der Tyrannosaurus. Wieso hast du so viele Skillpunkte? Ich bin Level. Ich bin 5. 9? Sieht man denn das Level? 9 bin ich auch. Bei Charakter oben rechts. Achso, da bin ich nur Level 6. Das erklärt's. Ich habe aber auch noch 7 Skillpunkte übrig. Tja. Ja, da waren komische Sachen drin. Es sah aus, als ob sich hier ein anderer Spieler ausgeleert hat. Ist brauchst nicht, ist nichts weg. Na, vielleicht hat sich Ulbo da ausgekurzt. Meinst du? Das kann sein, ja. Dann war da oben, ist er da hier laufen. So, damit wären wir haustechnisch. Gut, auf der anderen Seite ist noch ein Haus. Naja, machen wir. Ach, guck mal hier. Eine Topfpflanze nehmen wir mal noch mit. Nächstes Mal nehme ich mir eine Taschenlampe mit, daher. Auto. Ja, jetzt, genau. Ansonsten brauchst du ein paar Fackeln. Ich habe Fackeln dabei. Was ist mit dem Auto? Machst du das jetzt hier noch, oder? Ja, aber ich loot erstmal die Autos. Achso, okay. Gut. Kümmere ich mich hier wieder ums Haus mit. Glas. Brauchen wir eigentlich diese bekloppten Fensterscheiben für irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Dann schmeiß ich das weg. So. Ja, und Headlight habe ich auch schon, habe ich gesehen. Ja. Oh, geil. Oh, ich habe eine Nerdbrille. Sehr schön. Mach Eisen draus. Ja, es wäre wahrscheinlich wieder eine spannende Aufnahme auf meinem Kanal. Ja. Total. Totally. Ja, ich hatte ja wirklich die Hoffnung, dass es ein Supermarkt gewesen wäre. Ich höre übrigens. Hinter dem anderen Gebäude drüben läuft ein Zombie rum. Ja, das höre ich. Und hinter dem Haus ist ein Feld. Mit irgendwas. Naja, wir sind ja in Nervous Gain, also von daher. Ich habe übrigens noch eine Branch gefunden und frisches Fleisch, aber das schleppe ich jetzt nicht mit mir rum, weil ich kann gerade sagen. Okay. Wo bist du denn überhaupt? Im Haus in der Küche.
welchem Haus? Hier, guck einfach nach dem Pfeil. Das ist nicht. Du warst grün, oder? So, ja. Nee, das weiß ich natürlich nicht. Weißt du natürlich nicht, in welcher Farbe du bei mir angezeigt wirst. Richtig, genau. Na gut, dann machen wir noch das andere Auto. Heidelbeeren gibt's hier. Ja, sehr schön. Heidewitzka. Pass auf, da ist ein Zombie hinter dir irgendwo, ne? Der ist hier irgendwo vorbeigelaufen an dir. Der muss an dir vorbeigelaufen sein. So, den du meinst, den ich getötet habe. Wenn du den getötet hast, ja. Und hier, ich bin hier in dem Haus in der Küche drin. Und da ist noch Frischfleisch. Ja, ich sammle jetzt mal Heidelbeeren. Ja, Heidelbeeren ist immer gut. So, ich guck mal, was ich hier noch neben und scrappen oder sonst was kann. Was ist denn das eigentlich für ein Gebiet, was da anfängt? Ist das Wüste? Möglich. Ich habe übrigens einen zweiten Schraubenschlüssel gefunden, falls du brauchst. Ich bin wirklich voll, ne? Also, wenn wir nochmal was decken könnten, wäre toll. Jo, na wie gesagt, das ganze so Eisen, Iron Shortpipes und so ein Zeug, das kannst du alles mitnehmen. Das hab ich ja alles schön gegeben. Hier sind Cowboy Boots drin. Und wieder so ein Ledermantel. Cowboy Boots, was haben die denn noch? Wärmedämmung plus 1. Ne, ich hab jetzt hier so eine Sportschuhe. Nimmst du den Golden Hut auch mit? Level up. Nein. Aber hier ist echt auch viel so Cotton und Golden Root hier lecker. Ja, ja, alles, nimm alles mit, wenn du kannst. Na, das Cotton brauchen wir nicht, aber das Golden Root. Sind die Stoffteile, die man produzieren kann, nicht so gut, ja? Naja, du brauchst ja. Ich weiß gar nicht. Also, ich habe noch nie Cotton mitgenommen. Nur ganz früher, wenn man dann daraus halt schneller einen Schlafsack machen konnte. Genau. Aber das war's dann eigentlich. Warst du in dem Haus schon in der Garage? Nee, da bin ich kurz davor. Dann mache ich hier mal ein Loch rein und komm dir entgegen. Ein blaues T-Shirt und eine Sonnenbrille. Ich kann nichts aufnehmen. Ich auch nicht. Und wieder eine Knarre T-Shirt gefunden. Habe ich auch noch. Du hast noch eine Knarre gefunden. Genau, wieder in der Toilette. Wieder in der Toilette. Das kann aber nur der Quality Joe sein, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die immer besser. Ja, 69, 75, jetzt habe ich eine 80er-Knarre gefunden. Okay. So, soll ich das Frischfleisch aus der Küche mitnehmen? Ja, steck ein. Was wir haben, haben wir. Konnte man nicht in der Garage noch nach oben irgendwie? Nee, das hatten wir irgendwann mal nur gebaut, ne? Nein, das ist ein anderes Haus. Hier ist ja die Treppe halt eben hinten in dem Raum an der Küche. Ach so, dann haben die das Haus umgebaut, oder? Mir war so, als ob das nicht war. Es kann sein, dass es das gleiche Haus ist, dass sie das nur umgebaut haben, aber hier geht's auf jeden Fall... Oder hatten wir uns damals in dem Einspiel das selber gebaut? Nee, es gibt ein L-förmiges Gebäude, wo man dann hier ist und dann um die Ecke geht, weißt du? Ich glaube, das ist nicht dasselbe Gebäude, was du meinst. Aber ich kann mich auch irren, ne? Das ist jetzt nicht 100%. Gibt's hier oben noch irgendwas Schönes? Mal gucken. Bücher wären schön. Oh ja, 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 ja. Da liegt eins drin zum Lesen, bitte. Das habe ich schon gelesen. Oh. Iron Arrowhead, bitte. Einmal einstecken. Ja, ich habe keinen Platz. Das muss der Boris nehmen. Ja, wo denn? In beiden. Ja, hier in beiden Kisten. In beiden Müll hier. Okay. Genau, ich hab. Achso, komm mal her, ich hab hier eine Wrench für dich. Ich werde mal den Bauplan Leder kaputt zu lernen, ja? Ja, lern mal und komm mal her, hier liegt was für dich. Sammel das mal ein. Sehr schön. Ich hab hier noch Plastikteile, Jan. Ja, das kannst du alles mir geben. Diese Plastikteile, die Komponenten, die Maschinenpart, Gaskanister. Was ist mit Messing? Messing. Nee, habe ich hast tatsächlich noch nicht. Hast du noch nicht, okay. Blei? Blei. Nee, habe ich auch noch nicht. Klebeband? Nein. Eisen? Ja. Ja. Das Rost, wen du es gibst. Ich brauch ein bisschen zum Ausbauen nachher.
für die Pizza. Ich habe aber 313, also alles gut. Du kannst mir auch Golden Flower geben, wenn du willst. Ja. Golden Flower, leere Dose. Ich gucke mal. Nein. Leere Dose? Leere Dose kannst du mir geben, die scrap ich. Nicht scrappen, einschmelzen bitte. Also ich trage auch noch ganz viel Stofffetzen und Tierfett und so mit mir rum, wenn jemand das loswerden will. Stofffetzen, Cloth Fragments und Leder habe ich einstecken. Warte. Leder habe ich Leder nicht. Leder und Stofffetzen. Gut. Oder willst du das tragen? Maismehl kannst du mir geben. Ja. Maismehl habe ich hier noch. Stofffetzen liegen. Maismehl, Wasser, Verband, China, irgendwas? Nö. Ich habe hier noch zwei leere Glaskröge. Ja. Ja, die kannst du mir geben. Okay. Ich gehe ja nachher Wasser holen. Ich habe auch meine hingeschmissen. Habe ich alle eingesammelt. 12 habe ich jetzt. Gut. Short Iron Pipe. Kannst du mir geben. Licht. Wunderbärchen. Wir sind Papier? Ja schon richtige Profis. Kannst du mir geben? Kohle. Kohle habe ich noch nicht. Okay, Old Cash und Jeton Duke's Casino. Casino-Token habe ich. Blei? Nein. Hast du eben schon gefragt? Dein Blei will keiner haben. Nein, keiner. Ist aber so schwer, das Zeug. Ja, da gebe ich dir recht, ja. So, zurück zum Haus. Wir sind voll? Jagen müssen wir eigentlich. Noch was? Ja, wir könnten noch ein bisschen jagen. Genau. Ja, genau. Ausschwärmen und jagen. So, das Feld ist abgeerntet. Ja. Es waren 72 Blaubeeren. Heidelbeeren, Entschuldigung. Oh, schön. Heidelbeeren, ja. Heidelbeeren ist toll. Müsstest du jetzt nur noch so ein Heidelbeerenkuchenrezept haben oder sowas, ne? Ja. Brauchen wir dafür ein eigenes Rezept oder können wir zufällig das irgendwie schon? Bei Nahrung ich weiß ich nicht, ich muss mal aufgucken. Das müsstest du wissen. Ich kann nur Heidelbeersamen damit herstellen. Hm. Das ist auch gut. Genau, Farmen müssen wir dann auch mal gucken. Das war meistens sowas zum Anbau bei uns, ne? Ja, ich würde tatsächlich sagen, wir müssten das Schrägdach einreißen und oben einen Dachgarten einrichten. Das, wir können doch das noch weiter oben machen. Ich finde das Schrägdach gut zum Schießen und Verteidigen, weil es halt schräg ist. Oh. Mein Ding ist kaputt. Meine Wrench. Mein Ding ist kaputt. Meine Wrench ist kaputt, ja. Ich hab noch die eine hier mit Haltbarkeit 35. Achso, die ich dir gegeben habe, ne? Ja. Wenn man die scrappt, kommen da 195 Iron raus. Na warte, ich mach den Rest und geb dir das mal. Wo ist denn Jan? An dem Auto. Am Auto. Ich lass jetzt hier mal die Wrench fallen da. Sehr schön. Ja. So. Hab ich. Und warte hier. Und. Ja. Das war's. Jetzt. So. Nächste Auto machst du wieder? Ich, da drüben? Ich lauf mal zu dem Auto, genau. Da fährt auch einer. Ja, das bin ich. So. Nix drin. Ich hab gerade gesehen, einen. Sehr schön, jagen. Bei dem kleinen Steinhaufen ist wahrscheinlich mehr Metall drin als in den großen. Okay. Ich glaube, das ist absurd, das ist natürlich gerade ganz weit weg. Was ist hier? Oh nee. Ich renn zum Bücherladen. Wie lange es dauert, bis es stirbt. Ich glaube, muss da ja, es gibt aber wohl auch nur eine 50%ige Blutungswahrscheinlichkeit. Achso, okay. Müssen. Ja, wir müssen aufhören, die normalen Pfeile zu machen. Und jetzt, wo wir die Forges haben, müssten wir anfangen, die Spitzen zu schmieden. Und uns die besseren Pfeile machen. Pfeile haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass das Vieh anfängt zu bluten.
Okay. Welche, die Steinpfeile oder die Eisenpfeile? Die Eisenpfeile haben, glaube ich, nur noch 25% und die normalen Pfeile haben 50. Echt? Okay. Zumindest stand so in der Wikipedia. Also ich sehe zumindest Leute, die mit den Eisenpfeilen so ein Reh mit einem Schuss töten. Ja klar, wenn du so mit einem Schuss tötest, mehr Schaden machen sie ja. Achso, ja, und dann direkt auf den Kopf, ne? Wahrscheinlich. Tja. Hinter mir Säckchen rausgefallen? Nein, gut. Okay. Genau, hier sind noch die anderen beiden Autos. Die nimmst du auch noch mit dann, ne? Auf dem Weg. Wo ist hier? Hier, wo ich bin. Ja, warst du der grüne oder der blaue? Ja, du bist bei mir gelb. Ja. Guck auf der Karte, Mensch. Ich bin nur ein Stück vor dir. Vorn ist auch relativ. So, jetzt nach links. Ich sehe das. Und den Weg runter. Ich sehe hier ein rotes Auto. Oh, ich habe keine Lust mehr auf Autos, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, wie geil. Ich habe gerade in so einem Müllhaufen in der Wildnis habe ich das Buch MacDiver gefunden. Ja, das ist gut. Sehr schön. Das Rezept: Alteisen, Stiefel, Alteisen, Beinschienen, Alteisen, Brustpanzer, Alteisen, Helm und Alteisen, Handschuhe. Na, dann wissen wir ja, wer uns Rüstung macht gleich, ne? Genau. Ich lese das mal. Ja, und dann hier zu mir. Achso, wenn du keinen Bock mehr auf Autos hast, dann gehe ich halt weiter. Ja, irgendwie Autos ist mir gerade... Ich fange jetzt mal an mit Material einschmelzen, oder? Ist tags? Ja, machen wir mal. Dann mülle ich mich einmal aus und dann... Ach, die Autos meintest du, okay. Sag mal, konnte man bei der Scheune nicht oben mal rauf? Ja, früher mal, ja. Die ist ganz schön hoch jetzt, ne? Und die ist jetzt... Muss man da jetzt mit Heuballen hoch? Da ist doch bestimmt Loot da oben, oder? Na, wir waren ja schon da oben. Wir haben hier... Ach, ihr wart schon oben. Ihr habt das ganze Heu eingesammelt und seid hier... Ach, das nee, hier, wo ich jetzt stehe, war die Treppe. Und warum ist da nichts mehr? Hier war eine Leiter, die ging so bis... So Sprunghohe hoch und dann habe ich hier Heuballen hingestellt und bin da oben reingelaufen. Ach so, okay, ich habe mich gerade gewundert von mir. Aber wo ist denn das Heu hin und die Treppe? Ja, das wundert mich nämlich auch gerade. Vielleicht ein Zombie durchgelaufen. Erstaunlich, ja. Ist komplett weg hier. Weird. Na gut. Ja, wie sieht's denn aus? Hat irgendjemand noch Tiere gesehen? Nee, ich habe ein bisschen was dabei jetzt, weil ich ja alter Schwein erlegt habe, aber... Hier rechts ist, glaube ich, eine Krankenschwester. Ich kletter gerade hier auf den Berg drauf und guck, ob es da oben irgendwas Tolles gibt. Hast du hier irgendwelche Tiere gesehen? Ja, hier läuft eine Krankenschwester. Ah, okay. Schön, dass du sie als Tier bezeichnest. Da ist eine Krankenschwester, genau. Killabstauber. Ja, Painkillers und Cash hat sie dabei, ja. Gut. Komisch, dass die Krankenschwestern immer Cash dabei haben. Man könnte ja glauben, dass das eine Stripperverkleidung ist. Könnte man denken. Muss mal bei den Fun-Pimps mal anfragen, ja. Ein Ei. Ein bisschen Goldenrod Tea. Da sehe ich in der Ferne noch ein Haus. Waren wir da schon? Warte mal. Da waren wir noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Das mach da mal. Bei der genau, ich mach da mal einen Quick. Ein Quickie. Wo seid ihr eigentlich gerade? Wie weit von. Ich zu Hause. Achso. Ich bin ja immer noch in der Hoffnung, dass ich irgendwelche Tiere finde. Aber hier lebt gar nichts mehr. Hier lebt gar nichts mehr. Ist denn der DJ auch zu Hause? Ich bin schon drin, ja. Gut, wenn ich jetzt unten in der Forge Feuer mache, mal Augen offen halten, ob dann die erste Horde gleich kommt, ja. Ja, warte, ich habe hier noch Iron Fragments für dich, bevor du da unten anfängst.
Achso, machst du jetzt eigentlich diese Eisenspitzen? Oh, hat der wirklich schon zwei hingesetzt, ey. Was meinst du mit Eisenspitzen? Für die Pfeile? Ich hab jetzt noch nicht angefangen damit, nein. Nee, ich frag nur, sonst verarbeite ich die Federn erstmal noch zu normalen Pfeilen. Ja, mach mal ruhig erstmal noch. So. Ich hau das hier mal alles weg. Die Kettensäge mache ich auch unten rein. Wer Bäume fällen will, soll das tun. Wir haben schon Headlines. Wie jetzt? Ne? Die schöne Kettensäge fürs Bäume fällen benutzen? Ja, wir haben genug Benzin. Wir können beides machen. Und da ich ja hier der Baumeister bin, werde ich die wahrscheinlich erstmal nehmen. Dann braucht die keine Haltbarkeit? Brass Car Ready. Aber man kann es reparieren. Okay, da ist ein Reh, aber da ist auch ein Zombie. Gerade so ein bisschen hier die Übersicht verloren. Weapon Repair Kits. Muss man sowas noch bauen eigentlich? Ja, muss man noch bauen. Okay. Und Öl dafür haben wir ja. Muss aber alles nach oben eigentlich. Weil oben haben wir, glaube ich, oder ist da noch eins drin? Rotting Flash kommt dahin. Hier ist ein Weapon Repair Kit drin, ja. Dann bringen wir mit hoch hier, dann packen wir das zu den Waffenteilen. Dann können wir nämlich da alles gleich drin machen. Da ist auch der Bauplan. Ach, das ist nur der Bauplan von dem Bohrer. Ah, okay. Wer soll den lesen? Willst du das machen, Jan? Lies du mal den Bauplan, bitte. Okay. Dann ist das weg. Golden Rod T, komm da hin, zack. Wo denn? Hier in der Waffenkiste, oder was? Sehr, ist geil. Wo siehst du das? Auger Schematics, okay. Da unten. Haben wir gelernt. Sehr schön. Und Repair Kit tue ich dann hier unten links rein, ne? Eine 200er 55 SMG, ja? Meine Gott. Aber guck mal, Mensch, sieht doch gleich ein bisschen heimisch aus mit den zwei Pflanzen und dem Bild, oder? 30, wir hätten sogar 60 Schuss dafür, das ist ja nice. Okay. Na ja, dann für einen aller Notfall, ne? So, wo hast du die Kettensäge jetzt reingepackt? Unten mit dem Benzin zusammen. Ich habe jetzt erstmal mich unten entleert, ja. Ach, du hast dich unten entleert, ja, guck. Ich höre was? Ich höre Zombie, ja. Die Forge ist aber nicht an, von daher. Ja, bei mir ist ein Zombie, aber ich bin, glaube ich, auch nicht in eurer Nähe. Ich sehe da eine Krankenschwester auf weiter Entfernung. Genau, und rechts auf dem Flur, auf dem Weg ist einer. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Sind jetzt dieses Reh schon da? You are taking trap damage. Schon wieder? Ja, ich weiß auch nicht, obwohl ich genauso. Also ich habe jetzt gerade dreimal an der Krankenschwester vorbeigeschossen. Bist mir gerade voll in den Fall gelaufen. Entschuldige. Schwester tot. Oh, der ist gehüpft. Ja, da lag jetzt nämlich genau die Leiche von der Krankenschwester. Hab ihn angeschossen. Ja, schon wieder daneben. Kann ja nicht sein. Meiner. Ja, Kaffeebohnen hat er dabei gehabt. Kaffeebohnen? Ja, dann hol Wasser und koch Kaffee. Kaffee. Ja, also du hast gesehen, wie der Zaun funktioniert, ne? Die Krankenschwester ist gegengelaufen, aber als die Leiche da lag, war das... Da rechts noch ein Zombie, rechts Zombie hinter mir, also da rechts auf der Straße und war zu mir. Oh, One-Shot. Sehr schön. Wo bin ich denn eigentlich? Ach, da... Gut, wie gesagt, ich gehe mal in den Keller. Aber vorher checke ich mal, wie lange wir schon aufnehmen. Das ist nämlich, glaube ich, schon wieder ein bisschen. Ich mache hier zu. So. Dann verschwindet der alte Mann hier mal im Keller. Zack, zack. Ja, da wollen wir. Ah, ja. Das hättest du wohl gerne. Wo sind eigentlich die 50 Loks? Habe ich hier schon reingemacht. Okay. Gut, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle aus der Kellerperspektive. Wir gehen noch mal ganz kurz gucken. Oh, wir sind bei 40 Minuten. Oh mein Gott. Oh, Überlänge. Das bezahlt ja wieder keiner. Das bezahlt uns ja wieder keiner. Nee. Gut,
Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, mein Inventar ist voll und deins. Auch. Gut. Also, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.